Ja, wieder hallo zusammen. Ich bin Tobias Radebold und arbeite hier an der Orthopädischen Klinik Hesse-Schlichtenau. Und im folgenden siebten Teil unserer Reihe zum Thema O-Bein werde ich auf die beiden grundsätzlich unterschiedlichen OP-Techniken eingehen, die man bei der O-Bein-Korrektur anwenden kann. Viel Spaß dabei! Wenn wir nun ein O-Bein operativ korrigieren möchten und dabei das Gelenk erhalten wollen, also eine Korrekturosteotomie durchführen möchten, Korrektur ist vom Begriff her klar, Osteotomie heißt, dass wir den Knochen irgendwo durchtrennen müssen. Wenn wir also so eine Korrekturosteotomie durchführen möchten, dann gibt es zwei Techniken, die dafür in Frage kommen. Einmal die sogenannte Open-Wedge-Technik, die häufiger angewendet wird, und die Closed-Wedge-Technik. Und wie dieser Begriff zustande kommt, das werde ich gleich zeigen. Wir schauen von vorne auf ein linkes Kniegelenk. Der Hautschnitt für diese Operation liegt hier auf der Innenseite des Kniegelenks auf dem Schienbeinkopf. Und ein bisschen weiter unten sind noch zwei, drei kleinere Schnitte. Und über diesen Schnitt wird jetzt der Schienbeinkopf vorsichtig fast komplett durchtrennt. Und diese Aussparung in der Mitte kommt dadurch zustande, dass hier die Kniescheibensehne ansetzt und die möchte man jetzt nicht mit schädigen und deswegen hängt die an dem unteren Teil mit weiter dran. Über diesen Schnitt kann man jetzt das Bein Richtung X-Bein aufklappen. Man kann entweder damit eine gerade Beinachse erreichen oder wenn auf der Innenseite des Kniegelenkes schon ein gewisser Verschleiß ist, dann wird man eher eine gewisse Überkorrektur anstreben. Das bedeutet, dass der Knorpel auf der Außenseite des Gelenkes stärker belastet wird und auf der Innenseite deutlich stärker entlastet. Wenn man das dann erreicht hat, das kann man im Operationssaal nachmessen, wie die Beinachse verläuft, dann wird das Ganze fixiert mit so einer sogenannten winkelstabilen Platte. Und Schrauben, diese Platten sind in der Regel heute aus einer Titanlegierung und werden vom Körper gut angenommen. Der Körper behandelt diesen offenen Spalt, der dort entsteht, wie einen Knochenbruch und füllt ihn langsam mit körpereigenen Knochengewebe wieder auf, dass das dann über das nächste Jahr hinweg langsam zuwächst. Und das Ganze ist innerhalb von 6 Wochen so stabil, dass man es auf jeden Fall wieder voll belasten kann. Und nach ca. einem Jahr kann man dann die Platte entfernen und auch die verbliebenen Schraubenlöcher werden langsam wieder durch körpereigenes Knochengewebe aufgefüllt, sodass es dann am Ende nach der Metallentfernung später irgendwann mal so aussieht. Nochmal zum Vergleich das Ganze vor der Operation, da sah es so aus, und nach der Operation. Es gibt aber auch die umgekehrte Technik, nennen wir sie mal Closed Wedge. Das bedeutet, dass man einen Keil dort entnimmt und den Knochen dann zuklappt. Das möchte ich auch nochmal zeigen, weil das ein paar Vor- und ein paar Nachteile hat. Also, wir schauen wieder auf ein linkes Bein von vorne außen. Und das, was ich jetzt angezeichnet habe, ist schon der entnommene Keil. Dort entfernt man das Knochengewebe in dem dunklen Areal. Und könnte das Ganze jetzt schon zuklappen, aber das außenliegende Wadenbein stört das Ganze noch. Das heißt, auch das muss man hier unten durchtrennen. Und dann kann man anschließend den ganzen Knochen rumklappen, dass das Bein wiederum in die gewünschte Beinachse reingeht. Und jetzt hat man keine Lücke mehr in Knochen, sondern hier liegt dann Knochen auf Knochen auf. Und das Ganze lässt sich dann von außen auch relativ einfach wieder mit so einer Platte verschrauben und heilt dann in der Regel gut aus. Ich habe jetzt hier nochmal beide OP-Techniken, also auf der linken Seite die Open-Wedge-Technik und auf der rechten Seite die Closed-Wedge-Technik nebeneinander gestellt, um so ein bisschen die Vor- und Nachteile der Techniken gegeneinander aufzuwiegen. Insgesamt sprechen sehr viele Vorzüge für die Open-Wedge-Technik. Das liegt hauptsächlich daran, dass es technisch einfacher zu operieren ist und dass man diesen offenen Keil beliebig hin und her schwenken kann und so lange korrigieren kann, bis man die Achse erreicht hat, die man vorher geplant hatte. Das ist bei der Closed-Wedge-Technik nicht so. Wenn man da einmal einen Keil rausgeschnitten hat und stellt dann anschließend fest, dass das eigentlich schon zu viel des Guten war, dann hat man es nicht so leicht, diese Lücke dann wieder mit Knochen aufzufüllen. Das heißt, da sind die Möglichkeiten, das sehr genau einzustellen, sicherlich begrenzter. Umgekehrt ist es so, dass dieser Spalt bei der Open-Wedge-Technik erstmal wieder zuheilen muss und bei der Closed-Wedge-Technik gibt es diesen Spalt nicht. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass diese
Sache vom Knochen her besser zusammenwächst. Und das würde insbesondere bei schweren Rauchern oder Diabetikern, also Leuten, wo eher ein höheres Risiko für eine Knochenheilungsstörung besteht, dass man bei diesen Patienten eher die Closed-Wedge-Technik durchführt. Wenn man jetzt diese beiden OP-Techniken hinsichtlich des operativen Risikos miteinander vergleicht, dann ist unserer Meinung nach die Open-Wedge-Technik risikoärmer als die Closed-Wedge-Technik, wobei natürlich beide Techniken sehr, sehr sicher sind. Das geringfügig niedrigere Risiko der Closed-Wedge-Technik liegt einfach daran, dass man hier den Knochen auf der entsprechenden Höhe nur einmal durchtrennen muss, während man ja bei der Closed-Wedge-Technik einen kompletten Keil hier entfernen muss. Und Keil entfernen heißt, das sind schon mal zwei Sägeschnitte und ich muss den Knochen hier noch aus der Tiefe rausfischen. Und hier kann man sich natürlich vorstellen, dass das Risiko, dass ich dabei benachbarte Strukturen verletze, etwas größer ist. Umgekehrt habe ich mit der Closed-Wedge-Technik ein paar mehr technische Möglichkeiten der Korrektur. Bei der Open-Wedge-Technik ist es ja so, wie schon erwähnt, dass ich wenig Einfluss nehmen kann auf den Slope des Kniegelenkes. Das heißt, ich kann zwar den Schienbeinkopf etwas weiter nach hinten wegklappen lassen, wenn ich eine Instabilität des hinteren Kreuzbandes habe. Ich kann aber umgekehrt den Slope nicht verringern, das heißt den Schienbeinkopf etwas weiter nach vorne kippen lassen, wenn ich zum Beispiel schon vorbestehend eine Streckhemmung im Knie habe. Und das wiederum geht, wenn ich einen Keil rausschneide, wie bei der Closed-Wedge-Technik besser. Das heißt, für Patienten, die vor so einem Eingriff bereits eine Streckhemmung im Knie haben und das Knie nicht mehr ganz gerade kriegen, ist wahrscheinlich die Closed-Wedge-Technik besser, weil ich hier diese Streckhemmung durch den Eingriff verringern oder ganz ausgleichen kann. Das war nun der siebte Teil unserer Serie zum Thema O-Bein, in dem es um die beiden grundsätzlich unterschiedlichen OP-Techniken ging. Und in unserem abschließenden achten Teil wird es nochmal um die Besonderheiten beim kindlichen O-Bein gehen. Denn auch hier gibt es Situationen, wo man schon bei Kindern ein O-Bein korrigieren muss. Dann hoffentlich bis gleich.